Hi meine Kochfreunde, draußen ist es richtig schön knackig warm und was kommt aus dem Boden geschossen? Der Spargel. Passend jetzt zur Spargelzeit habe ich mit Erwin zusammen euch ein schönes Gericht vorbereitet und zwar den Spargel mit klassisch Salzkartoffeln und geräuchertem Schinken dazu. Mega einfach nachzumachen, ganz lecker. Ich stehe total auf Spargel und ich wünsche euch eine Knallerwoche und viel Spaß beim Nachkochen. So, meine Lieben, folgende AMC-Produkte brauchen wir für unseren leckeren Spargel. Einmal die Navigenio, den 3-Liter-Topf mit dem Seco Quick, den normalen 20er-Deckel, dann einen Audiotherm, eure große 28er Hotpan. Dann haben wir hier einmal die normale Schüssel, wo wir nachher die Kartoffelschalen und so reinmachen werden. Den Sparschäler haben wir hier. Von den Lebensmitteln her brauchen wir ein bisschen Wasser nachher für die Kartoffeln. Dann haben wir hier Kartoffeln, so circa 3 Kartoffeln pro Person. Dann haben wir hier Spargel, da kann man so 4 Stück pro Person auch nehmen. Der Spargelbauer sagt so circa ein halbes Kilo pro Person. Ja? Ist, finde ich, ein bisschen viel, aber kann jeder natürlich selber gucken. Und dann haben wir hier geräucherten Schinken. Verschiedene Arten habe ich hier, also wirklich stark geräuchert bis zu mild geräuchert. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja? So, wir machen uns als allererstes so ein bisschen Platz hier. Also tun das hier rüber, die Pfanne zur Seite. So, und holen uns die Kartoffeln rüber. Die werde ich jetzt erstmal schälen. Ein bisschen waschen und dann werden wir die als erstes zubereiten. So, dann nehme ich mir einfach die Kartoffeln und lege los. So, Kartoffeln sind fertig geschält. Die wasche ich jetzt und dann tun wir sie in den Topf rein. So, jetzt nehme ich den Seco Quick erstmal runter, tue hier ein bisschen Wasser rein, sodass ihr seht, wie viel hier drin ist. So ein halbes Glas circa. Dann gebe ich die Kartoffeln mit rein. So. Nehme den Seco Quick, verschließe das Ganze. Drehe ich hier einmal, dann ist er zu komplett. Drehe die Navigenio auf A. Nimm den Pieper, drück irgendwo drauf und gehe auf 5 Minuten. So, jetzt tue ich den Pfeil hier oben aufs Turbofenster, weil das sind ganze Kartoffeln, die brauchen einen Moment länger, deswegen 5 Minuten ruhig auf Turbo setzen. Setz den oben drauf, drehe den zweimal rum und bleib oben bei Turbo stehen. Der fängt jetzt an blau zu blinken, verbindet sich wieder mit der Navigenio. So, und ihr habt jetzt erstmal frei im Endeffekt, der heizt uns das jetzt auf, macht den Herd selber aus und danach stellen wir das zur Seite. In der Zeit können wir uns den Spargel schon mal vorbereiten, weil den müssen wir auch noch schälen. Dann machen wir es wie folgt. Wir nehmen den Spargel und schneiden erstmal so circa 1 cm vom Ende ab, weil der ist meistens schon ein bisschen trocken. So. Circa 1 cm. Die Männer können sowas immer schlecht abschätzen. So, dann haben wir hier den Spargel und den schäle ich auch. So, da fängt man am besten von vorne an bei der Spitze und geht dann runter. Spargel ist fertig geschält. Er ruft auch schon, dass die Kartoffeln fertig sind. Hier mache ich jetzt komplett aus, nehme den Pieper runter und stelle die Kartoffeln in den Deckel rein, sodass die von alleine drucklos werden. So, in der Zeit nehme ich mir die Pfanne, stelle die hier oben drauf, packe mir den hier einmal in der Deckelgarage. So, könnt ihr ein bisschen besser gucken. So, und tu mir den Spargel rein. Gucke ich ein bisschen, dass die kleineren oben liegen und die größeren unten liegen. So, dass wirklich alle reinpassen. So. Natürlich ist die Pfanne nicht optimal dafür geeignet. Am besten ist es, den ovalen Bräter dafür zu nehmen. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht, was ihr sehen wollt, da viele den ovalen Bräter nicht zu Hause haben und natürlich jetzt
lecker Spargel zubereiten wollen, geht das auch hier drin. Ne? Aber optimal natürlich wäre es im ovalen Bräter wegen der Form, ja, dass da man es besser hinlegen kann. So, hier mache ich jetzt ein bisschen. Wie, Leute, da oben ist der ovale Bräter. Ja. Sieht man. Da oben, mein Schmuckstück. Also ich zu Hause würde das jetzt so in dem ovalen Bräter natürlich machen. So, hier gebe ich jetzt wieder ein ganz bisschen Wasser rein, so dass der Boden benetzt ist. Ja? Und danach machen wir das Ganze an. Deckel oben drauf. So, gucken, dass der Spargel nirgendwo rausguckt. Und hier schalte ich wieder auf Stufe A. Nimm den Pieper, drück irgendwo drauf, damit er angeht und gehe auf 20 Minuten. Und setze ihn jetzt oben hier auf der Möhre drauf zum Dampfgaren. Drehen rum, bleibt oben bei der Möhre stehen. Der verbindet sich jetzt wieder und ich habe in der Zeit jetzt frei. Ja? Also ich mache hier ein bisschen klar Schiff. Eine Sauce Hollandaise könnte man jetzt zum Beispiel ansetzen, die fertig machen schon mal. Oder wenn ihr da keine Lust drauf habt, könnt ihr euch eine fertige natürlich kaufen, so wie ihr wollt. Gut, wir warten jetzt noch ein bisschen. Ich mache ein klar Schiff, ihr macht hier ein bisschen klar Schiff und wir gucken uns gleich den lecker Spargel an. So, Spargel ruft uns, ist fertig. Die Kartoffeln, der Deckel ist auch schon lange aufgegangen. Wichtig ist halt, dass ihr den noch ein bisschen stehen lässt, ne, damit die Kartoffeln auch komplett durch sind. So, und wir gucken uns jetzt mal den Spargel an. Ich drücke beide Knöpfe gleichzeitig drauf. Dann ist der aus und hier mache ich komplett aus. Und wir gucken jetzt mal rein. Mmh. Ah, voilà. Sehr, sehr lecker. Ob ihr jetzt daraus einen Salat macht oder so wie wir jetzt mit Salzkartoffeln, mit schönen Schinken geräucherten, ja, das macht keinen Unterschied im Endeffekt. Ja. Wenn ihr die ein bisschen kleiner schneidet, dann sind sie noch schneller durch. So Spargel sollte so zwischen 20 und 30 Minuten sollte der Dampfgaren hier drin. So, und wir richten jetzt gleich zusammen an, denn wir haben schon eine leckere Sauce Hollandaise gemacht. Natürlich selbst gemacht, weil die mega ja, einfach ist, selber zu machen. Aber wenn es mal schnell gehen soll, ich weiß ja selber, dann kann es auch mal eine Tüte sein. Ja. So, mein Lieben, und wir richten jetzt zusammen an und gucken gleich mal, wie es aussieht, wenn es fertig auf dem Teller ist. Butterzart, mega lecker. Sauce Hollandaise selbst gemacht. Dazu dann geräucherten Schinken. Also, glaube, brauche ich nicht erklären. Sehr, sehr lecker, wirklich. Ganz einfach nachzukochen und passt jetzt einfach genau in die Zeit. Macht es selber nach, macht die frische Sauce Hollandaise und holt euch von eurem Metzger die schön geräucherten Schinken. Tolles Gericht, klassisch, brauche ich nicht sagen. Um mega einfach nachzumachen. Ich wünsche euch eine knaller Woche. Vergesst nicht, uns einmal zu besuchen bei Koch dich happy, uns zu abonnieren, uns ein Like zu geben und auf die Glocke zu drücken. Genau, all diese Sachen müsst ihr einhalten, damit es auch weitergehen kann. Ne? Und ich werde das jetzt aufessen. Ciao. Hallo, hallo. So. So, meine Lieben, was brauchen wir für am Zip? Nochmal. So, meine Lieben, was für. Noch einmal. Ich war im Urlaub, Mann. Das war kein Unterschied. Jede Woche. So, jetzt aber. So, mein Lieben, welche am Zähl. So. So, mein Lieben, folgende AMC-Produkte braucht ihr für den leckeren Spargel. Ja? Einmal unsere Navigenio, den 3-Liter-Topf mit dem Seco Quick, einen normalen 24er. Oh, noch einmal. So, hoppa. Oh, okay.